Diesen Lipsmaker habe ich einfach an einer italienischen Tankstelle gefunden. Und der ist einfach lila. Ich kenne die zwar schon von meiner Kindheit, aber seit wann gibt es so coole Sorten? Es gibt sie jetzt mit Reese's und verrückte Fanta-Sorten. Und heute probiere ich diese Fanta Lila Special Edition. Sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich cool aus. Ich habe ihn aufgemacht und natürlich dann den Geruchstest gemacht. Und Leute, es riecht so unfassbar lecker. Mmm, yummy. Der Lipsmaker kam erstmal großzügig auf meine Lippen und dann musste ich ganz bisschen kosten. Genauso wie es riecht, schmeckt es einfach, also wirklich richtig nice. Wir müssen unbedingt noch den Sinan holen. Der Sinan muss es natürlich jetzt auch probieren und der hat mir zuerst nicht geglaubt, dass man das schlecken kann. Aber scheinbar hat es ihm so gut geschmeckt, dass er alles abbeißen musste und jetzt bin ich irgendwie sad und traurig. Kennt ihr die eigentlich auch noch von früher?